Siehste, das war ja wohl nicht schwer zu erkennen. Einmal du weg. Und einmal du weg. Nicht sterben, Drake. Nicht sterben. Noch mehr? Erstmal nicht. Okay. Hier auch nichts weiter. Leider nein. Egal, weiter geht's. Was? So, wo kommst du denn her? Oh Gott. Komm schon. Na komm. Aha. Zeig mich. Zeig dich. Tanz nicht so blöd rum. Will ich treffen. In den Hals, okay. Mit einem Halsschuss wurde sein Leben beendet. Was? Oh Gott. Komm schon. Und du auch noch weg. Okay, Schrotflinte auf der Distanz ist nicht so das Wahre. Und du weg. Das war noch lange nicht alles. Ich sehe dich. Ich sehe dich da hinten, Kumpel. Ich habe dich genau gesehen. Na komm. Stirb. Dann halt mit der Pistole. Das wird dir wehtun. Ganz ruhig, Drake, ganz ruhig. Wir schaffen das. Komm schon. Yes, der ist weg. Was da? Oh, den habe ich nicht gesehen. Shit. In die Eier. In die Eier, mein Freund. Na komm, jetzt. Oh, stirb. Danke. Achso, da steht er ja. Versteck dich nicht. Wie sie sich die ganze Zeit verstecken und nur darauf warten, dass ich näher komme. Komm raus und zeig dich. Haha. Okay, der hat sich zum größten Teil dann selbst umgebracht. Aber hier hinter Drake. Oh. Okay. Wenn du meinst, das reicht, dann bitteschön. Ihr komischen Typen da oben mit eurem Hut. Na komm. Kopfschuss. Sehr schön. Ruhig, Drake, ruhig. Nein. Oh, das war ein Kopfschuss. Sehr schön. Ich nehme die einmal mit. Oh, einfach weil sie gerade da ist. Ganz entspannt, Drake. Da kommt einer, da kommt einer. Oh, versteck dich. Oh. Nein, nicht dahin. Der ist weg. Sehr schön. Oh, toll. Muss ich noch auf die anderen warten? Genau, ihr da. Wie fühlt sich das an? Der ist mir in den Weg gelaufen. Der. Na komm. Weg mit dir. Gut. Beruhigen, 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 beruhigen. Da kommen gleich noch mehr. Okay. Ruhig, Drake. Entspann dich. Hol die Lebensenergie zurück. Da waren doch gerade noch welche. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Das ist gerade zu ruhig. Ja, siehst du, das meine ich. Oh Gott. Ihr Penner da hinten. Erst die ganze Zeit nichts sagen. Und dann auf einmal. Oh,
Ruhig, ruhig, ruhig. Nicht wieder sterben. Mann, komm raus da. Schönes Bein. Das war es immer noch nicht, wetten. Nehme ich die mit? Na komm, nehmen wir die mit. Die Munition gerne auch. Oh, was willst du denn? Aua. Ja, ja. Stirb. Na komm. In Ordnung. Na, na? Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Kein nächster? Erstmal zumindest nicht. Ja, genau. Wo kommt ihr alle her? Scheint der letzte zu sein. Na komm raus. Du hättest kapitulieren können, du hättest aufgeben können, wir hätten Freunde sein können. Aber nein, er wollte nicht. Und wer nicht will, der hat schon. Na gut, der hat jetzt gar nichts mehr, weil er lebt nicht mehr. Tragische Geschichte, aber selbst schuld. So, jetzt nochmal hier hoch. Gucken, ob hier irgendwas ist. Aber anscheinend nichts weiter. Die nehme ich nicht mit, weil die einfach... Ja, ist eine schöne Waffe, aber die bringt halt nicht so viel, weil sie sehr wenig Schuss hat. So. Ich glaube, wir sollen da hoch. Oder da lang. Moment. Ich glaube, es geht hier lang, aber da oben könnte noch ein Schatz sein. Okay, wenn wir da hochkommen würden. Was wir natürlich nicht tun. Schade. Es sah so verlockend aus. Aber, wir haben lange keinen Schatz mehr gesehen. Lange keinen mehr gefunden. Naja. Ich bin gespannt. Er ist da drüben. Wo? Was? Wo? Was bist du? Wer? 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 Tja, ja. Weg mit dir. Alter. Der Typ kam überraschend. Kamera. Der kam richtig überraschend. Okay. Wo ist er? Hä? Da. Ich sehe niemanden. Kommen wir da hoch? Okay, wir kommen da hoch. Drake, Emma, bitte fallen lassen. Danke. Ich möchte erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Aber anscheinend nichts weiter. Gut, dann würde ich sagen, drehen wir das Ding einmal. Okay. Einmal da hoch. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Uah, Drake. Ich dachte, jetzt fällt er runter. Leuchtet das da? Nein. Okay, gut. Ich hätte erwartet, dass da jetzt auf einmal ein Schatz liegt. Aber zum Glück nicht. Wir gehen weiter unseren Weg. Einmal darüber, da hoch. Können wir nach links auch noch? Aha, nach links geht's auch noch. Wo kommen wir denn da hin? Darauf. Spring, Drake. Und da springen. Und dann sind wir hier. Das bringt uns irgendwie nicht so richtig. Was kann das sein? Okay, okay. Drake, hoch da. Danke. Noch einer. Und noch einer. Du sagst es richtig. Okay. Und dann... Schade.
Okay, wir müssen jetzt noch mal den anderen Weg gehen. Also noch mal zurück. Dann hier sind wir hochgekommen. Noch mal nach links. Und dann darauf. Darauf. Dann hier diese Treppe hoch und an das Seil. Da mal da. Oh, festhalten. Kommst du da hoch? Oh, sehr schön. Gut. Und nun sind wir hier oben. Na, oh, was willst du? Weg mit dir. Ich möchte die mal lieber ausrüsten. Ist, glaube ich, ein bisschen besser auf die Distanz. Und hier werden bestimmt noch mehr kommen. Aber erstmal sind wir hier oben. Und hier gibt es sonst nichts weiter. Kann auch hier irgendwo noch weiter hoch. Nein. Okay, gut. Dann einmal darüber. Und wenn hier schon Waffen liegen, ne? Dann ist das kein sehr gutes Zeichen. Was haben wir da in der Ecke noch? Ein Schatz, endlich! Ein juwelenbesetzte, eine juwelenbesetzte Goldbursche. Die ist doch ganz hübsch. Nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Munition können wir nicht mitnehmen. Und wir machen Elena die Tür auf. Indem wir unsere Waffe nehmen und das Schloss aufschießen. Dann die Munition nehmen und dann Elena die Tür aufmachen. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Und schon sind wir in Kapitel 10. Das Zollhaus. Wo ist hier eigentlich lang? Nirgendwo? Schade. Sobald wir hier runtergehen, kommen doch bestimmt wieder Massen an Gegner. Nicht? Schade. Meine Theorien sind nicht die besten. Also dann. Hier rein. Wow. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha, danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sic Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte, mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Okay, wir haben ein bisschen über Eldorado erfahren und ein bisschen über den Ring, den Drake trägt. Den er geerbt hat, sozusagen. Sprich, mit diesem Ring hat anscheinend alles angefangen. Ohne diesen Ring wäre Drake nie auf die Koordinaten für den Sarg gestoßen. Und aufs Maul, Junge. Okay.
Wir schaffen das, Elena. Na komm schon, Kumpel. Stirb! Den da oben noch. Komm schon. Ach, da hast du. Ich hab dich nicht gesehen. Jetzt ist er. Ist er weg? Hier schießt noch jemand. Ach du, immer noch. Jetzt schießt du nicht mehr. Aua. Du da hinten auch noch. Oh Gott. Was, von da oben? Oh, Sniper. Ist hier da oben jemand? Hä? Ich hab die ganze Zeit da. Ah, da oben bist du. Hab dich doch gesehen. Ich will jetzt noch. Du da. Und der Sniper. Elena, vorsichtig. Ah, so kein Sniper direkt. Ach. Ich hasse diese Typen. Ich hasse sie. Kommst du, Elena? Einmal wieder hier hoch. Da in der. Ja, ja, ich bin hier drüben. Okay, dann nochmal das Ganze. Kurz abwarten, bisschen Energie sammeln. Und dann schauen, dass der Typ hat doch seinen Kopf getroffen. Komm schon. Stirb. Oh! Drag dein Bein, Vorsicht. Du bist tödlich an deinem Bein. Mann, endlich. Weg mit dir. Jetzt folgt noch der dort hinten. Mann, beweg dich nicht immer so. Danke. Ich bin umzingelt oder was hast du gesagt? Oh Gott. Ich möchte eigentlich erstmal den da oben erledigen. Habe ich das Gefühl. Aber den sehe ich von hier leider nicht. Ja. Oh, das war knapp. Da oben muss ich erledigen. Komm schon. Nein. Oh. Holy shit. Na komm runter. Komm runter. Yes! Weg mit dir. Du Penner. Was? Da ist noch einer. Oh Gott. Na komm. Den können wir auch so erledigen. Yes! Ihr macht einem das auch echt nicht leicht, ihr komischen Typen. Liegt hier irgendwo noch irgendwas? Nein? Schade. Ich vermute hier überall immer was. Okay, was können wir denn hier öffnen? Okay. Aua! Von der anderen Seite. Stirb! Stirb! Okay. Hier liegt doch noch was. Da. Die nehme ich lieber mit. Weil mir die einfach. Sollen wir jetzt hier lang oder sollen wir da hinten lang? Das jetzt. Ach so. Hier geht's wieder in den Hauptraum. Da hinten liegt ein Schatz. Ach so. Eine silberne Gürtelschnalle. Schatzamateur. Freilassen, Drake. Danke. Und wir sind wieder hier im Hauptraum. Und dann jetzt. Endlich das Tor aufzumachen. Tor auf und durch da.